Hier sehen wir das LTE-Hotel Kaiserfels. Es wird jetzt zumindest so fertig werden. Es gibt ein LTE-Hotel San Juan in der Nähe von Kitzbühel. Super schön. Sieht von außen schon toll aus. Und da gehen wir jetzt alle rein und schauen uns das an. Ich bin der Hubert, ich zeige euch das. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, einfach unten auf Gefällt mir drücken. Und dann seht ihr auch meine weiteren Videos. Bis gleich, ciao. 30 Quadratmeter Zimmer, großes Doppelzimmer Superior. Davon haben wir 86 Stück im Neubau. Da kann ich Ihnen auch gleich ein Musterzimmer zeigen. Das ist so gut gefertigt. Können Sie mal gefühlt, wie das aussieht. Eine Universität kann ich Ihnen auch zeigen, aber die ist nicht ausgestattet, sondern da sehen Sie nur die Räumlichkeit. Ja, das sind 45 Quadratmeter von Raumteiler, von separaten Raum. Da können Sie schon mal sehen, wie großzügig die Zimmer dann gestaltet sind. Wir haben einen 800 Quadratmeter großen Wellnessbereich, den wir neu dazugekommen. Da gehen wir gleich auch kurz durch, weil wir das Untergeschoss, der ist auf zwei Ebenen, dieser Wellness, das Untergeschoss lohnt nicht durchzulaufen, weil es noch wirklich blanker Wohnraum ist. Da kann ich Ihnen dann nur was sagen. Da unten stehen Wintersauna, Indoor-Sauna und finnische Sauna und ein Dampfbad. Das ist die drei Saunen und ein Dampfbad Untergeschoss, ein Fitnessstudio. Ein 45 Quadratmeter großer Aerobic-Raum für Pilates, Qigong, Yoga-Geschichten. Wir haben dieses Native Balance Rubber Programm mit externen Trainern, die alle 14 Tage neu reinkommen und sie wechseln. Die bieten dann alles Mögliche an von Pilates zu Yoga und Qigong. Ja, wir sind hier Eigenhof Lift. Wie gesagt, ist direkt hier vorne am Lift. Wir haben hier so ein sogenanntes Qi-In, Qi-Out. Ja, der Gast braucht hier keinen Qi-Bus. Der kommt mit dem Auto hier hin, parkt das Auto und braucht im Prinzip eine Woche lang oder 14 Tage oder gerne auch bleibt, sein Auto nicht bewegen. Wer dem dieses Skigebiet hier nicht reicht und mal nach Kitzbühel will oder zur Steinplatte oder nach Fieberbrunn, der Skibus fährt direkt am Hotel. Ja, ist inklusive, gratis, kostet gar nichts. Das einzige große Skigebiet, was von hier nicht mit einem Skibus angefangen wird, ist das Skigebiet Wilder Kaiser Schäffau. Das größte zusammenhängende Skigebiet Österreichs, da muss der Gast von hier selbst mit dem Auto hinfahren. Das wird nicht mit dem Skibus bedient, aber alle anderen umliegenden Skigebiete kann man von hier auch als Gast mit dem Skibus fahren. So, was haben wir noch? Das gehört nicht dazu, also das ist alles ein bisschen privat. Carports, genau hier vor der Bank. Von dem Bestandshaus der eigentliche Eingang. Die Lobby dort ist schon im Prinzip entfernt. Hier entsteht die neue Rezeption zwischen diesen beiden rechten Säulen, da hinter diesem Fass. Da ist der Hotel. Wir haben eine Lobby, die ist 270 Quadratmeter groß, zieht sich nach hinten durch. Am hinteren Ende der Lobby haben sie eine Lobbybar, die neu entsteht. Alles, was Sie jetzt hier sehen im Parterre, was nicht betoniert ist und noch offen ist, wird verglast. Also die Front hier vorne raus zum Parkplatz, hier unten, das ist der Wellnessbereich, da kommen die Behandlungskabinen hin für Blut und Massagen. Die brauchen ja per Gesetz Tageslicht, die dürfen nicht im Spiegel, deswegen sind die oben im Parterre. Hier unten, wie gesagt, ist Haupteingang Lobby. Erster, zweiter, dritter Stock, sehen Sie, da sind die Fenster schon drin. Hier oben auf dem vierten Stock entstehen zwei Penthäuser, die der Herr Marbach an Privatleute verkaufen werden. Stückpreis 1 Million €. Die Anfragen schon da. Wollen Sie eins haben? Nehmen beide. Nicht beide? Geht nicht. Eins ist schon weg. Da oben dieser Turm, das ist der fünfte Stock, der gehört dann wieder zum Hotel dazu. Das ist da hinten unser sogenannter Executive Floor. Da oben sind vier Junior Suiten, drei Doppelzimmer Executive und eine 60 Quadratmeter Klassensuite. Die Gäste, die dort oben in diesen neun Zimmern absteigen, haben zwei, drei, vier Extras, die alle anderen Gäste nicht haben. Das heißt zum Beispiel, der Carport vorne ist inklusive. Sie haben oben den exklusiven Zugang zu der Lounge, die wir da oben haben. Da kommt man nur mit der Keycard rein, wenn man da oben wohnt. Sie können da oben dann frühstücken. Sie können da oben Kaffee, Kuchen, so Snacks am Nachmittag, freie Weine, freie lokale Biere, Zeitungen. Sie haben eine Terrasse, wo Sie ausgehen können. Sie sind dann oben exklusiv für sich und nicht in der Masse der Gäste. Ja, wie gesagt, hier Bestandshaus. Sehen Sie die Balkone, das bleibt soweit so. Sie bekommen hier im Bestandshaus nur eine Bestuhlung. Die Balkone waren bis dato nicht bestuhlt. Da kommt überall zwei Stühle, ein Tisch drauf und eine schöne, auch eine schöne Trennwand zwischen den Zimmern. Und hier unten sehen wir das, was da aufgegeben ist. Das
Dachpfanne jetzt gemacht, damit die hinteren Zimmer hier auch einen Sichtschutz haben, weil er hier relativ viel los ist und dann auch so eine Privatsphäre. Der geht dann hier, streckt sich da hinten weiter, der kommt dann auch gleichzeitig rein. Hier entsteht die Rezeption, hier gibt es die Bar. Hier hinten kommen dann die. Hier hinten kommt dann die Küche hin, alles verglast. Und hier vorne ist der Eingang. Der Sparbereich. Wir können jetzt hier einmal zumindest hier vorne hier so schauen. Das würde ich auch vorschlagen. Und hier soll es. Hier kommt dann gleich das Bad. Das sind hier oben einmal 400 Quadratmeter, das gleiche gibt es dann nochmal unten runter, das ist gar nicht etwas größer. Hier kommt auf der einen Seite, sieht man natürlich der Poolbereich, hier kann rundherum auch mit Dienst ausgestattet sein. Hier sind verschiedene Kabinen für den Spa-Bereich, für die einzelnen Anwendungen. Am Ende wird es dort drüben noch einen Bereich geben, sogar klein integrierten Bar. Und hier unten runter ist der Lobby-Bar hin. Dort im hinteren Bereich ist der Kinderbereich. Dort hinten wird es einen Kinderbereich geben, so dass sie essen können, wenn sie wollen, oder beziehungsweise sie müssen dann nicht während der Essenszeiten dann hier im Restaurant mit dabei sein. Also wie gesagt, der Kinderbereich befindet sich dort hinten. Dieser Bereich bis zu dieser ersten Säule etwa muss man sich so vorstellen, dass er daneben auch abgeteilt wird. Alles, was dahinter ist, ist Restaurant. Und hier, das ist, gehört noch zur Lobby und hier genau hier ist die Lobby-Bar. Das ist immer ein Musterzimmer. Es gibt vier Farben, eine grüne, blaue, rote und braune Wand. Das ist halt jetzt nicht schön gemacht. Das sind die verschiedenen Farben. Balkon, Flatscreen, Sessel. Und hier haben wir noch das Bad. Die Bade Dusche und hier kommt noch ein Milchglas rein. Milchglas wird dann rausgeführt. Super schöne Zimmer, gibt ein ganz tolles Hotel. Hier entstehen normale Zimmer. Dusche, Bad. Mit Blick auf den Berg. Und das sind die der schönsten. Einfach entspannen und die Seele baumeln lassen. Genießen Sie Ihren Traumurlaub, zum Beispiel in einem Rio-Hotel, einem Robinson-Club oder auf einer traumhaften Kreuzfahrt. Mehr als 5 Millionen Top-Angebote jetzt in Ihrem zuverlässigen TUI Travel Star Reisebüro Fella in Hammelburg, im E-Center und unter fella.de.